Welcome back, krassen Dudes, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge WRC10 im Private Team Wars. Es geht rein in die Ready. War es Kroatien? Wir gucken nochmal schnell nach. Portugal, habe ich doch gesagt. Leute, es geht rein. Mal gucken, ob wir genauso erfolgreich sind wie in Schweden oder in Kroatien. Stimmt, warum habe ich gerade Kroatien gesagt? Wir sind letzte Woche Kroatien gefahren. Nichtsdestotrotz, rein geht's ins Shakedown und Obacht. Dies ist meine richtig schwierige Challenge, und zwar nicht länger als 35 Minuten das Auto reparieren lassen. Insgesamt. Oh nein, ich wusste, ich hab da was vergessen. Wir haben den Meteorologen nicht dabei. Aber da wir eh keine Regenreifen auswählen können, ist das, glaube ich, auch jetzt nicht so wichtig. Oder kann man die Regenreifen erst dann ausrüsten, wenn der Meteorologe dabei ist? Eigentlich, nee. Nee, Quatsch. Ich hatte schon mal die Regenreifen und kein Meteorologen drin. Das weiß ich noch. Naja, egal. Wir gehen rein. Yes. Ich habe auch komplett das Teammanagement vergessen. Fällt mir gerade ein. Ah, shit. Nun, was haben wir denn da? Shakedown, Schotter. Überwiegend Schotter. Okay. Übrigens, nächstes Rallye-WM-Land dann auch wieder mit einer neuen Farbkombination an der Seite des Autos. Oh, diesen Abschnitt sind wir mit dem Walter Röll Fiat von 1980 gefahren. Also ist rechts Übersprung und dann vier rechts Start und Ziel. Nee, nicht Start und Ziel. Ziel ist ja kein Rundrennen. Das war schön. Sollten wir schon die harten Reifen benutzen? Nein, ich hab einfach schon wieder einen Fehler gemacht. Cool. Fünf, ja, egal, wir müssen ja eh nicht vier, komplett durchballern. 3, 2, 1. Los geht's. Rechts voll im links 4 Mittel 30. Achtung, rechts 2 im links 3. Oh, oh. Eben. Ist die Motorhaubencam ein bisschen anders? Im links 3 uneben. So ein bisschen wenig Motorhaube. Walltap. Oh, das war ein bisschen mehr als ein Walltap. Oh, das war ein bisschen mehr als ein Walltap. Rechts 2 leicht schneiden und links 2 Mittelverengung. Macht auf, im rechts 3 macht zu. Obacht, Menschen. In Achtung, links 2 macht auf, über Asphalt 50. Bremsen in Haarnadel rechts, über Schotter. Und links 4 in Achtung, links 3. Links 2 macht zu, 80. Oh, das Auto ist zu breit. Ich will den alten Fiat wieder haben. Rechts der war 4, klein und wendig. 500. Achtung, links 3, macht zu, innen halten. Oh, da war ein Fels. Und rechts 5. Und das ist eine Dreierkurve. Ciao. Schnell, zurück auf die Strecke. Und rechts ja gut. Besser zurücksetzen, als da sich tausendmal überschlagen und einen Schaden rausnehmen. Weil Zeitstrafen sind in einer Shakedown-Etappe jetzt nicht so wichtig. Geht ja um nichts. Aber unsere Motorhaube ist locker. Oh, wow. Ich bin noch gerade ein bisschen raus von den Rally-Notes. Aber die gute Kurve müssen wir noch hinkriegen. Nein, kriegen wir nicht hin. Wow. Aber irgendwie, ich brauche... Oh, wow, ich dachte, es wäre schon vorbei. War das Rally Finnland? Also im Real Life, wo die in das Ziel reinspringen oder wo die Sprungschanze, die Sprungkuppe der Zielbereich ist. Naja, egal, ich muss auf jeden Fall gleich nochmal die Kamera justieren, also die Motorhaubencam. Irgendwie habe ich zu wenig Motorhaube und habe zu wenig Orientierungspunkte dadurch, wo ich mich gerade auf der Rennstrecke befinde. Okay, jetzt Obacht. Ah, scheiße, wir haben zu viel Quatsch gemacht. Motor, ja, Karosserie muss auch immer schön sein. Und sonst reicht das erstmal. Wir haben jetzt 4 Minuten 36. Muss ich mir das aufschreiben, die Zeit, oder ist es jetzt unten vorgemerkt? Zeitaufwand für Reparaturen.
Oder kam man nach dem Shakedown noch, zählt das da noch nicht? Hätte ich jetzt komplett Vollreparatur machen können? Fragen über Fragen. Egal, was haben wir denn jetzt? Wir haben eine 10-Kilometer-Etappe. Wir haben relativ. Oh. Oh, wow. Ich hätte mir vielleicht erstmal die Etappenlänge angucken müssen. Zweimal Endurance-Länge. Aber dafür dann zum Schluss so eine Power-Stage mit 3,5 Kilometern. Das ist also so ein kleiner Stadium-Modus. Das heißt, wir könnten hier mit den weichen Reifen auskommen. Oh, Wahnsinn. Nicht nur Reparaturmanagement, sondern auch Reifenmanagement. Oh, das wird Hardcore. Aber wie gesagt, es soll anscheinend nicht regnen. Weil wir hätten keine Regenreifen zur Auswahl. Was wir eigentlich hätten, weil wir haben ja alles abgegradet, dass wir theoretisch Regenreifen hätten mitnehmen können. Aber wenn das Spiel sagt, nee, gibt's nicht, dann wird es auch nicht sein. Nun, wir gehen nochmal schnell rein in die Optionen. Was? Steuerung? Spielsteuerung? Hier sind wir. Nun. Motorhaube. Das ist jetzt doof. Okay, ich muss das gleich, wenn das Dings gestartet ist, machen. Fünf. Okay, jetzt also. Hier. Ha. Ja, komm, 6 ist meine Glückszahl. Nee, das kann da ein bisschen weiter nach hinten. Und das noch ein bisschen höher. Das ist doch noch ein bisschen mehr Winkel. Ja, ich glaube, das könnte gut werden. Drei, zwei, eins, los geht's. Scharfe Haarnadel rechts über Schotter, dann rechts 5 und links 4 kurz. Ach, die weitere Royal Achtung, Stage. rechts 6 scharf bremsen im Haarnadel links. In links 4, in rechts 4 Kurzverengung. Oh, shit. Und links 3 und rechts 3 macht auf, nicht schneiden, 50. Links 3 leicht schneiden, 80. Links 2 und rechts 4. Worldwide. In links 4 macht zu Woo. lang über Kuppe. Rechts 3 in links 4. In rechts 3 nicht schneiden und links 5 lang macht zu 4. Und mit dem erhöhten Sichtfeld fliegt alles ein bisschen schneller an mir vorbei. In links 3 nicht schneiden und rechts 3 kurz. Alles, was weit weg ist, und links 4 und kommt rechts 3 80. umso schneller näher. Und wenn das Ganze heißt, dann fliegt das förmlich am Links Auto 4 vorbei. macht zu in rechts 5 200. Scharf bremsen, rechts 1 nicht Ja, ich schneiden. sehe die Strecke auch kaum, weil Links alles 5 am Wackeln kurz ist. in scharf rechts Shit. nicht schneiden. Und Doppelshit. links 5 macht zu, fällt in Dreifach Shit. rechts 6 lang macht zu, Ah, 50. drei Oh. Links 5 über Kuppe, fällt's in Das rechts war ja nicht 6 so gut. lang übersprungen. Und links 4 leicht schneiden, fällt's außen 150 über Kuppe. Oh. Yes. Links 5 macht zu und rechts 5 mittel. Und links voll über Kuppe mittig halten, in rechts 5 sehr lang. Und Achtung, links 5 scharf bremsen, scharfe Haarnadel links schneiden. In rechts 5 bergab 100. Oh nee, ich bin da immer zu eng gefahren. Links 4 An der Stelle hatte ich lang, macht zu in der Walter-Röll Arganil-Folge auch das Cutting-Problem. Links 5 mittel 200. Rechts 5 Verengung 250. Links 6 mittel und scharf bremsen, Haarnadel rechts leicht schneiden. Und rechts 3 in links 4.
4 Mittel in links 5. In rechts 5 macht zu 4 Mauer außen und links 5 macht zu 30. Achtung, Knoten, Bremsen und links 2 Mittel 100. Links 4 kurz, in rechts 3 kurz 80. Links 4 Verengung nicht schneiden, in rechts 4 Mittel macht zu. Oh 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 oh. Steine, sehr stabile Holzhütte. Man munkelt, dass es eine Stahlbeton-Holzhütte ist. In der Realität wäre ich einfach durchgejietet und hätte noch nicht mal einen Widerstand gespürt. Oh wow, hier spüre ich einen Widerstand. Ah. Und rechts 5 kurz scharf bremsen, in links 1 kurz über Brücke, in links 1 kurz 100. Ah, shit. Dummer Anfängerfehler. Rechts 5 innen halten, links 5 macht zu 100. Nein. Das war dumm. Oh, das war dumm. Das war dumm, da vom Gas zu gehen. Direkt nach außen getrieben worden. Ach, schade, ey. Solche Anfängerfehler. In links 5 macht zu. In Bremsen scharf rechts sehr eng. Und links 1 mittel. In scharf rechts, in rechts 3 macht auf lang, sehr eng 30. Oh. Es regnet. Na geil. Rechts 2 in links 3 lang uneben. In links 3 uneben und links 3 nicht schneiden. Hey. Wow. Also manche Steine sind wirklich komplett verrückt. Rechts 2 leicht schneiden und links 2 mittel Verengung. In rechts 3 macht zu. Ach. Menschen. Einfach weiter klatschen. Bloß nicht in Deckung gehen. Achtung, links 2 macht auf über Asphalt 50. Bremsen in Haarnadel rechts über Schotter. Und links 4 in Achtung, links 3. Links 2 macht zu 80. Rechts 4 lang, in rechts 500. Oh. Wow. Achtung, links 3 macht zu, innen halten. Und rechts 5. Und links 4 kurz, in rechts 4 nicht schneiden. In links 3 leicht schneiden. In rechts 5, in links 6 sehr lang. Oh. Bremsen in rechts 5 macht zu, rechts halten. Und Achtung, großer Sprung, rechts halten. Achtung, rechts 4 Verengung über Kuppe. Und rechts 4 leicht schneiden ins Ziel. Moin! Dafür habe ich keine Aufzeichnung. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Das war wirklich nicht so gut. Das war einfach schlecht. Da gibt es auch keine Replay. Das war wirklich schade. Wirklich Schmutz. Oh Mann, ich kannte doch die Etappe. Aber nicht mit so viel PS und mit so einem riesen Flaggschiff von Auto. So was klein Agiles, das war schon an der Schmerzgrenze. Oh, wow, ey. Aber gut, wir haben... Ja, scheiße, wir haben auch noch die Herausforderung mit den 35 Minuten. Ah, das wird doch nichts. Aber wir brauchen ein schönes Auto. Und lenken muss er. Und schalten. Aber schalten ist jetzt nicht so wild. Ja. Ah, die Front. Oh, das ist jetzt nicht so viel.
Ja, ich bin damit zufrieden. 4 Minuten 36. Okay, die erste Reparatur hat einfach nicht gezählt. Die hätten voll tun können, die Scheiße. Naja. Dann rein in. Oh Gott. Ja, da brauche ich schon die harten Reifen, theoretisch. Ich habe zu viele harte Reifen eingepackt. Das ist alles nicht so gut. Das ist alles nicht so gut. Oh, weia. Das könnte das erste richtig schlechte Ergebnis in Season 2 sein. Oh, das sieht sehr, sehr verschnörkelt aus. Aber auch. Sieht aber auch entspannt aus. So dieser heller Schotter. Geschwungene 90-Grad-Kurve. Das wird richtig gut. Das wird richtig gut. 5, 4, 3, 2, 1. Wir sind unterwegs. 80, links 4 in rechts 6 kurz, in links 4 kurz und links 4 innen halten 100. Rechts 2 Baum innen und rechts 5 kurz Fels innen Verengung. Heller Links 3 Schotter. macht auf lang. Mag ich irgendwie. In links 5 und Kuppe mittig halten 50. Rechts 4 nicht schneiden und links 5 kurz 80. Achtung, rechts 4 Baum innen Verengung durch Tor 150. Links 6 scharf bremsen in scharf rechts sehr eng Baum innen 30. Scharf rechts, Baum innen 150 und eben. Oh, nein, da habe ich komplett verkalkuliert. Rechts 6 in Achtung, links 4 kurz, Fels außen 70 und rechts 5 50. Oh. Achtung, links 5 kurz in rechts oh. 5 oh, die Viererkurve war ein bisschen krasser als gedacht. In rechts 400. Rechts 4 kurz 100. Rechts 4 nicht schneiden 50. Links 4 nicht schneiden 30. Rechts 3 und rechts 5 30 uneben. Und. Cool. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie ich mich da gedreht habe. Links 4 im Knoten nicht schneiden 80. 320. Das war aber auch wieder kurz vor berühren. Verengung 100. Ja, das ist meine große Angst hier auf der Etappe. Irgendwie mit dem Heck die Außenseite zu klippen, damit man dann, weswegen man dann halt komplett rumgerissen wird. Sprung 50. Scharf bremsen für scharf links in rechts 1 kurz 50. Links 3 leicht schneiden 80. Oh. Rechts 3 in links 4 leicht schneiden. Und rechts 2 innen halten links 1. In rechts 4 und rechts 3. In links 3 und rechts 4, 50. Links 4 in rechts 3. In rechts 4 kurz, in rechts 5. In links 6 lang, über Kuppe mittig halten, in rechts 5, 50. Rechts 6, Fels innen, 80. Rechts 4, über Kuppe mittel, rechts halten. Links 2 in rechts 3, sehr eng, 50. Klasse! Bisschen schnell. Rechts 3 in links 4 Verengung 100. Links 3 in rechts voll 80. Oh, ich dachte, ich wäre in der 4. Habe ich gerade gewundert, warum ich gerade im Drehzahlbegrenzer schon bin. Und Achtung, scharf bremsen für Haarnadel links. In rechts 3 kurz, in links 2 macht auf 100. Bon.
innen halten, im rechts 5 über Bodenwelle, im links 4, 80. Rechts 3 und rechts 4 über Kuppe, macht zu, nicht schneiden. Im links 3 Verengung, im rechts 4 kurz, 80 über Kuppe. Links 4 kurz, über Kuppe 200. Scharf bremsen, scharfe Haarnadel rechts, nicht schneiden, 100. Scharfe Haarnadel links, Baum innen, 200. Ah. Oh, nee, das meinte ich. Mit dem Heck irgendwo dran klippen. Schade. Achtung, rechts 2, eingangs nicht schneiden, durch Wasser und scharf links nicht schneiden, 80. Links 4 kurz nicht schneiden, in rechts 3 nicht schneiden, 80. Links 4 kurz und rechts 4 kurz, 80. Das ist ein cooler Park gerade, der macht echt Spaß zu fahren. Links 4 kurz nicht schneiden, 120 uneben. Knoten in links 5 lang, macht zu, 150. Fühlt sich ein bisschen an wie Jurassic Park, die Route. Sieht irgendwie alles ein bisschen sehr Jurassic Parkig aus. Links 4 kurz bergauf, 120 und Ziel. Na klar, ich dachte, es wäre eine kurze Vierer. Ha, kurz bergauf, da dachte ich wirklich, die wäre jetzt nicht so steil, aber aus irgendwelchen Gründen sind wir Erster. Von P1 geht's runter auf P6, ist noch akzeptabel und auch nur 17 Sekunden Rückstand, obwohl ich einfach ungeheuer viel Scheiße baue. Ich glaube, ich muss die KI hochstellen. Ich muss sie hochstellen. Jap. Aber nichtsdestotrotz, Leute, das war's erstmal für diese Folge. Von daher, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Wertung da und ich bin immer raus. Haut rein, bye bye and have a great time. Bye, have a great time.